Vom Berlinale Drama okay, bist du den Fernsehserien Soko München und das Traumschiff Hartmut Becker stand in zahlreichen Filmen vor der Kamera. Jetzt ist er nach schwerer Krankheit gestorben. Der Schauspieler Hartmut Becker ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentur am Sonntag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Becker spielt in zahlreichen Filmen mit. Er war auf der Berlinale vertreten und stand fürs Fernsehen, beispielsweise für Soko München oder das Traumschiff vor der Kamera. Sein erster wichtiger Film war 1970 das Vietnamkriegsdrama Okay von Michael Verhoeven, das bei den Berliner Filmfestspielen einen Skandal auslöste. Es ging darum, um die Vergewaltigung eines Mädchens durch US-Soldaten. Der Film erhitzte die Gemüter so sehr, dass die Jury zurücktrat und der Wettbewerb erstmals in der Geschichte des Festivals abgebrochen wurde. Becker arbeitete mit Verhoeven mehrfach zusammen, darunter auch mit Senta Berger. Mit Lina Wertmüller drehte er heimlich, still und leise, mit Richard Attenborough Die Brücke von Arnhem. Der Tagesspiegel schwärmte in seinem Nachruf von Beckers Auftritt als völlig machiavellistischer Kardinal in Gerd Schneiders Verfehlung. Becker war auch auf der Theaterbühne zu sehen, etwa am Residenztheater München.